Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing von meinen Star Wars Funko Pop Reihe. Und ja, heute stellt euch die Nummer 380 vor, den Moff Gideon. Und ja, das habe ich natürlich auch schon eine Weile dastehen. Das ist die von Oktober, die Ausgabe. Im Prinzip kommt auch schon bald meine Ausgabe für November. Das ist halt zu sagen die von Oktober, die natürlich jetzt etwas verspätet geunboxed kam für mir. Ja, meine Zeitschriftenvorstellungen, das hat sich alles bisschen ja, nach hinten rausgeschoben leider. Dafür entschuldige ich mich natürlich. Aber ihr wisst, dass meine Unboxings und Zeitschriftenvorstellungen immer mal etwas später kommen können als geplant. Und ja, daher stelle ich euch heute den Moff Gideon vor, die 380 von der Star Wars Funko Pop Reihe. Und ja, über ihn kann ich leider nicht so viel erzählen, weil ich über ihn nicht so viel weiß. Und ja, sehe nur, dass es auf jeden Fall aussieht wie einer von der dunklen Seite oder von Imperium oder der Ersten Ordnung. So sieht er zumindest aus, was das angeht. Und ja, da sagen wir mal, ja, was soll ich noch kurz erzählen, weil, wie gesagt, über ihn kann ich nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall gehört er der dunklen Seite an, würde ich sagen, und ist auch wieder eine sehr schön verarbeitete Funko Pop Version, muss ich sagen. Also wieder mal sehr gut verarbeitet, was das angeht, was man auch von Funko Pop erwarten möchte, dass das alles gut verarbeitete Materialien sind und gut verarbeitet ist. Und ja, bis jetzt hatte ich auch immer Glück, dass nichts kaputt war oder angedetscht oder angeschlagen war. Also bis jetzt immer alles im perfekten Zustand, was meine Funkos angeht. Und da bin ich auch sehr glücklich und froh drüber, dass das so ist. Wie gesagt, leider kann ich euch über den Moff Gideon nichts sagen. Ich könnte allerhöchstens mal im Internet schauen, ob ich da was über ihn finden kann, dass ich überhaupt was sagen kann. Ich schaue jetzt einfach mal ganz kurz. Ich weiß, es ist zwar nicht gerade das perfekte Unboxing, was das angeht, aber ich kann ja mal schauen. Ich glaube, ich habe auch was. Ah, okay. Gehört den Galaktischen Imperium an, der Neuen Republik, und ist ein Flottenoffizier. Berufstätigkeit Flottenoffizier, Moff und Marschall. Zugehörigkeit Galaktisches Imperium früher. Und ist ein Mensch. Männlich, Hautfarbe dunkel, das sieht man ja alles. Augenfarbe braun. Und ja, kein Wunder, dass ich ihn nicht kenne, weil er kam bei Mandalorian Kapitel 7 vor, die Abrechnung, und bei The Mandalorian Kapitel 8, die Erlösung. Und da ich das doch nicht geschaut habe, steht auch nicht wirklich kennen, was das angeht, weil ich habe leider kein Disney Plus und daher kann ich das auch nicht schauen. Auf jeden Fall ist es ein Charakter von The Mandalorian, und ja, hat wahrscheinlich so ein bisschen mit den mandalorianischen Kriegen zu tun. Und hat auch viel mit Kopfgeldjägern, wie ich ja lese, also scheint eine recht interessante Story zu haben. Kann ich euch jetzt nur leider nicht einblenden, was das angeht, weil ich kann jetzt keine Szene wechseln, während ich aufnehme. Sonst hätte ich jetzt einfach mal die Szene gewechselt. Obwohl ich hätte auch nächstes Mal auf Bildschirmbereich aufnehmen können, da hätte ich einen Teammodus einstellen können, da hätte ich das mal rübergeschoben. Dann hättet ihr das lesen können, aber egal. Auf jeden Fall gehört er zur Galaktischen Republik.
unsere Hürde und ja, spielt in das Jahre Themandorian mit. Und ja, gehört halt zur bösen Seite, wie man es ja schon erkannt hat, an der Kleidung. Da erkennt man es eigentlich auch schon relativ gut daran, dass er zur bösen Seite gehört. Und ja, dann habe ich eigentlich nicht viel weiter zu sagen, weil ich nicht viel weiter über ihn weiß, leider. Ich hoffe, der nächste Charakter ist wieder einer, den ich besser kenne und ich wieder ein bisschen mehr darüber sagen kann. Das wäre zumindest gut und schön, weil da könnte ich auch das Video ein bisschen länger machen und noch ein bisschen was erzählen darüber, ein paar Fakten und was ich so über ihn weiß zum Beispiel oder euch ein paar Sachen zeigen. Aber das geht bei ihm gerade nicht, weil ich gar keine Szene mehr wechseln kann. Das muss ich nächste Mal mal besser machen, dass ich das in einen anderen Modus aufnehme, dass ich das mal ein bisschen kleiner machen kann eventuell. Dass ihr dann mich schon noch sehen könnt, wo ich euch das zeigen kann. Ansonsten war es das jetzt mit dem Unboxing Nr. 380 von den Funko Pop Star Wars Reihe. Und ja, dann werde ich und Moff Gideon uns verabschieden. Sagen Ciao mit V, bis zum nächsten Star Wars Funko Pop Unboxing des Monats November. Bis dahin bleibt mir treu gewogen, gesund und munter. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Ihr könnt gerne die Kommentare und eure Meinungen schreiben. Und ja, dann möge die Macht mit euch sein. Und bis zum nächsten Mal. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten auf YouTube vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also dann, ciao mit V. Euer Darth Steffen zockt. Bis zum nächsten Mal.